Hallo meine Lieben, ich habe heute einen Haul für euch und ich werde heute, glaube ich, auch mehrere gleich drehen, weil ich wirklich jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich viele Dinge in Sacker herumstehen habe, weil ich sie die ganze Zeit für euch filmen möchte und irgendwie aber nicht dazu kommen und ich habe mir gedacht, ich arbeite das jetzt einfach einmal ab. Ich war in letzter Zeit bei einigen Läden halt einkaufen für Herbst- und Wintersachen, weil ich da jetzt nicht so viel mehr zu Hause hatte. Und ich war einerseits bei Zara, bei H&M, bei Topshop und also auf Topshop habe ich online bestellt und auch Forever 21. Und das sind einfach ein paar coole Dinge, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und ja, ich beginne jetzt erstmal mit ein paar Beauty-Produkten. Und zwar war ich bei MAC und habe mir 2 Lidschatten gekauft und den einen in der Farbe Wedge, den kennen eh viele, den haben so ziemlich alle YouTuber. Ich fand die Farbe einfach schön, weil sie sehr natürlich ist und so ein sehr milchiges Kaffeebraun irgendwie ist. Und dann hat mich die Liebe Darum angesteckt mit ihrem grungy Look, also dieses kränklichere, eher mehr zu schminken, und da habe ich bei MAC den Lidschatten in der Farbe Expansive Pink gefunden und das ist ein schimmerndes, rötlich-pinkes Goldbraun. Das ist wirklich wunderschön, finde ich, vor allem für einen Grunge Look. Außerdem habe ich mir bei MAC noch eine neue Version von meinem Mineralize MAC Skin Finish geholt. Und zwar ist das in der Farbe Medium und ich habe das wirklich, wirklich gern, weil es einfach total gut mattiert, aber auch einfach irgendwie einem wieder Farbe zurück ins Gesicht gibt. Und dann war ich noch bei DM und habe mir einen von den neuen Astor Soft Sensation Lip Color Butters geholt. Und zwar den hier in der Farbe 003 Caramel Envy. Und das ist wirklich sehr natürlich, also man sieht es wirklich kaum auf den Lippen. Bei Forever 21 habe ich mir erstmal einen Pulli geholt. Und zwar sieht der so aus. Und das ist ein etwas längerer Strickpulli und eigentlich ziemlich simpel. Allerdings wirklich ein angenehmes Material und der hat hier hinten am Rücken diese Cutout-Details. Und das war eigentlich auch der Grund, wieso ich ihn mir genommen habe. Und ich habe mir gedacht, den kann man vielleicht ganz gut kombinieren, so mit irgendwie Leggings oder irgendwie mal was Gemütlicheres oder auch einfach so für Tage, wo man sich nicht so sehr gerne so schön zurecht machen möchte. Dann habe ich mir ein paar Socken gekauft, weil ich die irgendwie schön finde. Vor allem, wenn man sie irgendwie so bei den Stiefeln so ein bisschen runtershoppt und herausschauen lässt. Ansonsten hier noch 2 Make-up-Taschen, diese hier, die fand ich richtig, richtig süß, irgendwie mit der Katze, und da habe ich mir auch so 2 Spiegel dazu geholt, so diese typischen Forever 21 Spiegel, die einfach auf beiden Seiten ein Spiegel haben. Diese Make-up-Tasche hier, die hat mir gut gefallen, vor allem wegen diesen Pünktchen-Details und weil sie einfach irgendwie so eine irgendwie angenehme Form hat, vor allem fürs Wegfahren, wenn man mal irgendwie mehr einpacken muss. Und dann habe ich noch ein paar Accessoires geshoppt. Und zwar eine Kette, die finde ich auch richtig, richtig süß. Vor allem, weil sie irgendwie so dreidimensional ist. Und das ist eben so ein Dreieck, ein gold und schwarzes Dreieck. Und hier einmal so diese für euren Pferdeschwanz, diese, dieses Clipschen dort, dieses Clipsel. Wie nennt man sowas? Also das, was ihr dann einfach über das Gummiringel drüber klipst. Und das hat mir in letzter Zeit echt gut gefallen und deswegen habe ich mir so eins mitgenommen. Dann gehen wir, ein Teil habe ich noch von Forever 21 und zwar mein absolut liebster Rucksack ever. Und zwar ist das der hier, der hat sogar nur 8 Euro gekostet, weil er gerade im Abverkauf war, weil er das letzte Stück war, das vorhanden ist. Es passt einfach so viel rein und er ist so angenehm zu tragen. Dann habe ich mir online bestellt einmal ein Beanie von Huff und das ist halt eben irgendwie gerade so auf
Instagram und so weiter die Runde gegangen, die berühmten Haftsocken. Und die sind echt für Männer, aber ich habe mir jetzt auch welche geholt. Die sind einfach so super gemütlich. Und zwar habe ich diese hier bestellt und dann noch die hier. Die habe ich jetzt schon einmal getragen, deswegen sind die jetzt schon ausgepackt. Dann bei Topshop habe ich einiges bestellt für schon Winter und so weiter. Zum einen mal beginne ich einmal mit was kleinem Süßen und zwar diese Socken hier. Die haben so kleine Bären drauf und ich finde die so süß. Und dazu habe ich mir noch so eine kleine Tasche genommen. Die finde ich richtig gut zum Ausgehen, wenn man einfach mal eine kleinere Tasche haben möchte und irgendwie nicht immer dasselbe, so schwarz und so eher mehr konservativer, sondern das ist so ein richtiger Hingucker, so auf die Art, ja. Und dazu habe ich mir dann auch noch so eine kleine Geldbörse genommen. Und zwar ist die von der Boo-Serie, The World's Cutest Dog. Und ich finde den Hund so unglaublich süß und deswegen habe ich mir unbedingt so eine kleine Geldbörse dazu nehmen müssen. Dann ein Sweater, den ich richtig, richtig gern habe. Und zwar sieht der so aus. Zum einen ist er einfach einmal ganz normal dunkelblau und hat das Motiv vorne drauf von den Blackbirds Vancouver. Und das Tolle an dem Pulli sind die Ärmel. Die haben so den Aufdruck der Natur, ebenfalls mit Bären. Sieht vielleicht manchmal ein bisschen aus wie Rosen, aber ich finde das einfach super süß. Und hat was Sportliches, aber trotzdem irgendwie was mädchenhaft Elegantes. Und deswegen habe ich den echt gerne jetzt. Ein weiterer Pulli, den vielleicht der anderen Leuten vielleicht irgendwie zu bunt ist oder zu verrückt, aber ich stehe es mir auch so aus. Und zwar ist das der hier. Der hat ganz viele verschiedene Muster und Farben und Strickarten. Und ich finde den einfach richtig schön, irgendwie auch die Farbkombination für diesen Herbst, weil eben Rot und Pink und Blau und dieses Sandfarbene einfach total in ist gerade und ich habe ihn so gern. Und dann ein Stirnband, also ein geflochtenes, das finde ich richtig hübsch. Und dann eine Haube, die eher mehr schon für den Winter ist, und zwar diese Strickmütze hier mit dem Bämmel? Wie nennt sich das? Auf jeden Fall hält die extremst warm und freue mich schon, die tragen zu können. Und irgendwie bin ich hier gerade eingedeckt im Gewand. Und dann habe ich noch so ein Circus-Skirt geholt und zwar in so einem fliederfarbenen Jeansstoff, was aber eigentlich kein Jeansstoff ist, es sieht nur so ein bisschen aus. Also auf jeden Fall ein sehr schwerer Stoff und das habe ich richtig gern, weil die dann schön fallen können und irgendwie nicht ständig so hoch flattern, wenn ein bisschen Wind kommt. Und der geht in einem durch, also hat keinen Zip und ich finde den einfach richtig, richtig schön. Und schließlich kommen wir zu dem, was ich bei Zara eingekauft habe. Und zwar ist das... das ist H&M. Okay. Und zwar sind das jetzt einmal nur zwei Teile, weil das andere von Zara, dazu habe ich einen anderen Plan, wie ich euch denn das zeigen möchte. Und das werde ich auch noch heute drehen. Und also die zwei Teile, die ich jetzt einmal für dieses Video ausgesucht habe, ist diese Hose hier. Die ist richtig, richtig schön, weil die hat da unten auch so kleine Spitzendetails und eben das Karo ist heute wirklich so in, also damit könnt ihr nichts falsch machen. Und die Farben gefallen mir auch total gut. Und ich finde, die kann man einfach super kombinieren im Winter mit so einer dicken Wollstrumpfhose. Und dann noch ein Spitzenshirt, also aus Spitze. Und das sieht so aus und ich finde das einfach richtig schön, eben weil das Ganze nur aus Spitze besteht. Und dann, weil sich so viele darüber aufgeregt haben, dass ich in meinem Back to School Video mit den Outfits keine Strumpfhosen getragen habe, habe ich mir jetzt ganz viele von diesen Strumpfhosen besorgt, weil ich wirklich, ich hatte keine mehr zu Hause vorhanden, ich hatte keine Strumpfhosen mehr.
Und ich habe mir einfach gedacht, dass es nicht zu viele stören wird, weil in Zeitschriften und so weiter sieht man bei den Modefotos auch immer die Models mit Röcken für den Herbst und Winter ohne Strumpfhosen. Und ja, egal. Ich freue mich trotzdem riesig über euer super, super tolles Feedback auf dieses Video. Immerhin hat das über 10.000 Aufrufe und das ist so der Wahnsinn für mich, weil Standard ist bei mir pro Video so 500 Aufrufe und das übertrifft wirklich alle Vorstellungen, die ich je hatte, dass dieses Video Aufrufe bekommt. Und auf jeden Fall habe ich mir einige von diesen schwarzen Strumpfhosen deswegen besorgt. Und dann kommen wir auch schon zu den Dingen von H&M. Und zwar habe ich mir bei H&M einen schwarzen Circus Cut geholt. Und da ist der auch wieder aus so einem schönen, schweren, dicken Material. Das heißt, euch wird mit einer Strumpfhose garantiert nicht kalt. Und der fällt auch wieder sehr schön. Und ich habe einfach halt noch keinen schwarzen gehabt und einen jetzt des Öfteren schon gebraucht. Und deswegen habe ich mir jetzt den geholt. Und dann habe ich mir, wow, dann habe ich mir auch noch ein Shirt dazu genommen. Und zwar dieses hier. Und ich finde das einfach richtig süß, vor allem seitdem ich selber einen Hund habe, ist alles mit Hunden extrem süß für mich. Und ja, ich finde das, ja, süß. Das war es eigentlich schon von dem Haul. Es ist dieser, das Ganze ist quasi Teil 1 von dem gesamten Haul, weil ich mir ein paar Stücke herausgesucht habe von den Dingen, die ich jetzt die letzten Monate eingekauft habe. Um noch eine andere Art von Haul zu drehen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Und ich werde das jetzt auch noch schnell filmen. Und ja, dann sehen wir uns eigentlich hoffentlich in Teil 2 von meinem Herbst-Winter-Haul. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!